Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite. Heute habe ich wieder einen Kreativmodus, einen XP-Glitch für euch vor. Ich will dir zeigen, wie du dich hochleveln kannst. Damit fangen wir jetzt auf jeden Fall an. Einmal zum dem Button gehen, den Code entgeben, den ich euch jetzt einmal hier vorzeige. Und damit versuchen wir auf jeden Fall das Spiel zu starten. Denkt daran, wer gerne mitmachen will, oben rechts habe ich das markiert. Ich verschenke momentan 2000 V-Bucks. Also 2000 V-Bucks könnt ihr gerne gewinnen bei mir, wer an einem Gewinnspiel teilnehmen möchte. Oben rechts habe ich das auf jeden Fall markiert, da draufklicken und alles andere wird auf jeden Fall in dem Video dann geklärt. So, jetzt versuchen wir mal kurz in die Map reinzugehen. Dann kann ich euch gleich zeigen, wie der Glitch funktioniert. So, direkt dort das Spiel starten. Ihr müsst darauf achten, es muss Version 11 sein, also wenn das Spiel startet, wenn ihr den Code eingibt, da oben steht das ja auch. Wenn dieser Button kommt, drückt einfach auf Ja, dann kommt ihr direkt hier zu diesem Button und dann können wir hier direkt das hier kurz wegmachen. Gibt alles auf jeden Fall groß ein, IRB. Damit könnt ihr einmal den XP-Gewinn ein bisschen boosten, dann kriegt ihr noch mehr XP als normalerweise und dazu gleichzeitig noch, ihr könnt meinen Creator-Code einmal unterstützen. So, ihr seht, da läuft eine Zeit, gerade 3, 9 Minuten 36. Wir müssen warten, bis die Zeit auf 0 ist, also dass die Zeit vorbeigelaufen ist und abgelaufen ist. Und wenn die abgelaufen ist, dann können wir auf jeden Fall mit dem Glitch anfangen. So, dann würde ich mal sagen, bis gleich. So, ihr seht, die Zeit läuft schon ab. Und dann können wir jetzt direkt auch die Map starten. Und zwar, ich habe schon ein bisschen vorgebaut. Ich zeige euch das jetzt einmal hier, wo die Waffen sind. Zu den Minis laufen wir hin. Dann baut hier einmal Boden, dann nach links noch ein Boden und dann baut nochmal hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann wieder ein Boden. Dann seht ihr, hier leuchtet blau automatisch. Dann laufen wir einmal in die Ecke und aktivieren diesen Knopf. Dann landen wir auf diesem Raumschiff. Dann versuchen wir jetzt einmal hier rumzulaufen. Und damit können wir auf jeden Fall mit dem Glitch jetzt anfangen. So, der erste Button ist auf jeden Fall hier versteckt. Den drücke ich mehrmals hintereinander. Und dann seht ihr, 18.000 XP habe ich bekommen. 11.000 XP habe ich bekommen. Und dann drücke ich wieder da drauf. Ich habe jetzt 18 und 11. Mal gucken, ob ich wieder bekomme. 24.000 XP habe ich schon da bekommen. So, der nächste Knopf ist auf jeden Fall hier in dem Bereich versteckt. Den klicke ich auch mehrmals darauf. Und achtet mal darauf jetzt, wie viel XP ich bekomme. 7.000 XP. Nochmal 7.000 XP. Das sind schon 14.000 XP. Nochmal 7.000. Das sind schon 21.000. 6.000 XP nochmal dazu. So, der nächste Knopf ist einmal hier hinten. Seht ihr, ich bin ein Level gestiegen. Es schmeckt auf jeden Fall. Ihr kriegt enorm viel XP. Hier achtet mal drauf. 9.000 XP. 7.000 XP. Und gucken, ob das nochmal geht. Geht nicht. Dann springen wir einmal runter. So, dann gehen wir einmal in den Bereich. Klicken wir mehrmals wieder auf den Knopf. Dann kriegt ihr auch wieder viel XP. Achtet mal. 7.000 XP. So, einmal rüber gehen. 6.000 XP. So, dann laufen wir weiter zu den Treppen hier. Hier vorne ist wieder ein XP-Button, den klicke ich auch noch einmal. So, dann laufe ich wieder einmal runter, einmal hier rum. Hier vorne sind auch zwei Button versteckt, einmal hier, den aktiviere ich jetzt einmal. So, und der nächste ist direkt daneben, den aktiviere ich auch noch einmal. Und der letzte Button ist auf jeden Fall hier versteckt. Den aktiviere ich auch, da muss ich gleich, glaube ich, ein Level wieder steigen. 4000 XP. Wieder 4000 XP. So, und somit habe ich wieder ein Level, bin ich jetzt höher. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Lass auf jeden Fall ein Like da, wenn das Video dir gefallen hat. Abonniere meinen Kanal für weitere Videos, die ich hochladen werde. Und nicht zu vergessen, aktiviert auf jeden Fall meinen Carrier-Code, den zeige ich euch jetzt einmal vor, IRB. Darüber werde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß!